Das sind 10 verschiedene versteckte Features auf eurem Fire TV-Stick. Ich würde mal sagen, los geht's. Ein sehr treuer Begleiter, gerade in der Quarantäne- bzw. Corona-Zeit, der Fire TV-Stick. Ein Gegenstand, den man täglich nutzt, dessen Potenzial man aber oft nicht komplett ausreizt. Und in dem Ding steckt einiges drin. Deswegen habe ich euch ein paar große und auch ein paar kleine, aber sehr nützliche Features mitgebracht. Wenn du übrigens kein Video mehr zum Thema Videostreaming, Gaming und vor allen Dingen Handytarife mehr verpassen willst, gerne diesen Kanal abonnieren und ja, dann passiert das auch nicht mehr. So, und jetzt starten wir mit Feature Nummer 1, das Smartphone auf dem Fernseher anzeigen lassen. Ihr habt die Möglichkeit, euer Smartphone auf eurem Fire TV Stick anzeigen zu lassen. Hierfür müsst ihr einfach nur auf eurer Fernbedienung auf den Home-Button drücken, dann erscheint dieses Feld hier. Hier geht ihr auf Display duplizieren und jetzt habt ihr die Möglichkeit, euer Smartphone mit dem Fire TV Stick zu verbinden. Jeder Smartphone kann das etwas anders heißen. Bei mir heißt das Ganze Bildschirmspiegelung. Das Ganze muss dann auf dem Smartphone aktiviert sein. Und dann findet ihr schon den Fire TV Stick. Den könnt ihr dann hinzufügen. Dann braucht es ein bisschen und schon könnt ihr euer Smartphone auf dem Fire TV Stick, also auf eurem Fernseher, anzeigen lassen. Das ist natürlich super praktisch, wenn man seinen Freunden zum Beispiel Fotos zeigen möchte oder ein Spiel auf dem großen Bildschirm sehen möchte. Feature Nummer 2, die Fire TV Smartphone App. Ihr könnt euch einfach aus dem Play Store die Fire TV App runterladen. Das Ganze hat mehrere Vorteile. Ihr könnt nämlich den Fire TV Stick ab diesem Zeitpunkt dann mit eurem Handy steuern. Zum Beispiel könnt ihr euer Handy als eine Art Maus verwenden. Außerdem habt ihr rechts oben eine Tastatur. Dann habt ihr quasi die ganz normale Smartphone-Eingabe. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr praktisch. Probiert es einfach mal aus. Feature Nummer 3, der Silk Internet Browser. Ja, Amazon hat seinen eigenen Browser, der nennt sich Silk. Wenn ihr einfach in die Suchmaske Silk eingibt, dann könnt ihr das Ganze einfach ganz schnell aufrufen. Und wie ihr hier sehen könnt, habt ihr hier wie am PC auch einen ganz normalen Browser. Ihr könnt das machen, was ihr ganz normal an eurem PC machen könntet. Besonders praktisch das Ganze in Verbindung zum Beispiel mit eurem Smartphone verwenden, mit der Amazon-App durch den Browser navigieren und zum Beispiel Suchbegriffe eingeben. Feature Nummer 4, Arbeitsspeicher sparen. Wenn euer Arbeitsspeicher voll ist, dann fängt der Fire TV Stick an, langsam zu werden. Um die Apps, die ihr nicht braucht, im Hintergrund zu schließen, geht ihr einfach auf die Einstellungen, dann in Apps und hier habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr dann auf die jeweilige App draufdrückt, das Stoppen zu erzwingen. Dann verbraucht die App keinen Arbeitsspeicher mehr und dann ist der Fire TV Stick richtig, richtig schnell wieder. Feature Nummer 5, Bluetooth-Geräte mit dem Fire TV Stick verbinden. Dafür geht ihr auf Einstellungen, dann auf Fernbedienung und Bluetooth-Geräte. Dort gibt es dann den Reiter ganz unten andere Bluetooth-Geräte. Hier könnt ihr dann zum Beispiel Wireless-Kopfhörer mit einfügen oder auch Tastaturen, Maus und alles Mögliche. Das lohnt sich zum Beispiel, wenn ihr irgendwie was hören wollt und ihr seid mit mehreren Leuten im Haushalt, aber ihr möchtet eure Serie hören, dann zum Beispiel ist das doch schon mal ganz praktisch. Feature Nummer 6, Speicherplatz verwalten. Hierfür geht ihr in die Einstellungen, dann auf Apps und dann auf installierte Apps verwalten. Hier seht ihr schon, wie viel Speicherplatz ihr noch übrig habt und dann könnt ihr eure Apps aussuchen, die ihr nicht mehr braucht und deinstallieren. Feature Nummer 7, den Screensaver personalisieren. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, eigene Fotos als Bildschirmschoner zu verwenden. Dafür installiert ihr die Amazon Fotos App. Hier gibt es dann einen speziellen Ordner nur für den Fire TV Stick. Hier könnt ihr dann alle Fotos reinladen, die ihr gerne als Bildschirmschoner haben wollt. Außerdem habt ihr nochmal die Möglichkeit, das Ganze optisch einzustellen, zum Beispiel den Stil oder die Dia-Geschwindigkeit, das heißt, wie schnell das Bild umschwenkt. Feature Nummer 8, den Batteriestatus eurer Fernbedienung kontrollieren. Oft kommt es vor, dass eure Fernbedienung nicht mehr ganz so läuft, wie es sein sollte. Das könnte daran liegen, dass zum Beispiel die Batterien leer sind. Um zu überprüfen, ob das der Fall ist, gibt es auch einen ganz einfachen Weg. Dafür geht ihr in die Einstellungen und dann auf Fernbedienungen. Hier wählt ihr dann direkt die Amazon Fire Fernbedienung aus und hier rechts steht dann Batterie okay, wenn ihr zum Beispiel das Ganze
weniger aufgeladen ist, steht dann da was anderes. Das kann schon mal ganz hilfreich sein. Trick Nummer 9, das Abspielen von den empfohlenen Videos ausschalten. Wenn ihr auf dem Startbildschirm seid, werden euch oben immer verschiedene Videos empfohlen. Die spielen sich dann automatisch ab, wenn man so 3 Sekunden irgendwie da drauf bleibt. Das kann ganz schön nerven und das Ganze kann man auch ausschalten. Dafür geht ihr auf den Reiter Einstellungen. Hier sucht ihr wiederum nochmal Einstellungen und hier gibt es den Reiter empfohlene Inhalte. Hier könnt ihr dann automatische Videowiedergabe und automatische Audiowiedergabe einfach ausschalten. Und wenn ihr das 6 Mal auf diesem Reiter seid, dann wird halt nichts mehr abgespielt. Und Feature Nummer 10, regelmäßige Updates für euren Fire TV Stick. Es kann vorkommen, dass der Amazon Fire TV Stick Probleme macht und Bugs hat, die aber mittlerweile schon bereits gelöst sind. Dafür könnt ihr mal gucken, ob es vielleicht ein neues Update gibt. Dafür geht ihr in die Einstellungen, Entwickleroptionen und hier gibt es dann nach Update suchen. Wenn ihr da draufklickt, wird geschaut, ob es eine neuere Version gibt und ja, dann seid ihr auf dem neuesten Stand und vielleicht ist dann auch schon direkt wieder alles paletti. Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten gerne auch diesem Video ein Like geben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr auch weitere Tipps haben wollt zu ähnlichen Gegenständen, sage ich jetzt einfach mal, aus der Technik, dann gerne auch unten einfach mal reinschreiben. Vielleicht können wir da behilflich sein. Ansonsten haben wir hier ein wunderbares Video für euch mit ganz tollen Inhalt. Super klasse, kann ich jetzt schon sagen, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.